Hallo zusammen, hier ist wieder Hotchella und euch wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und ja, in dieser Reihe wollen wir immer ein bisschen Gold raushauen. Diesmal habe ich jetzt so ein, zwei Wochen, vielleicht waren es auch drei, ich weiß es nicht mehr genau, die letzte Folge ist ja schon ein bisschen her, ein bisschen Gold rausgehauen und zwar im Speziellen für verschiedene Sachen, was um Berufe sich in WoWs dreht. Und da haben wir Gold rausgehauen, um Berufe zu skillen, Rezepte zu kaufen, irgendwelche Procs auszulösen. Und da ist einiges zusammengekommen. Ich kann euch da mal gleich die Tabelle zeigen. Und ich will euch so ein bisschen erzählen, was wir so rausgehauen haben, für was in etwa. Und ja, dann gehen wir dann gleich auch die Charts ein wenig durch. Hier haben wir einmal meine Tabelle, die ist ein bisschen länger geworden als sonst. Und zwar, Moment, was haben wir da unten? Ah, da habe ich mal ein bisschen was aufgeschrieben, das können wir mal rauslöschen. Ihr seht schon, da sind verschiedene Punkte drin mit verschiedenen Berufen. Teilweise habe ich auch Horde und Allianz mit denselben Berufen Sachen gemacht, weil dann gibt es bestimmte Rezepte, die kriegt man nur auf der Horde-Seite, bestimmte kriegst du dann nur auf der Allianz-Seite. Und zusätzlich sind da auch noch ein paar Ausgaben für den Mage Tower tatsächlich dabei. Ich habe nämlich mit dem einen oder anderen Char den Mage Tower gespielt, will es mir da natürlich möglichst einfach machen und benutze da halt alle möglichen Consumables, beziehungsweise auch ein bisschen optimierteres Gear, ne, mit Sockeln. Und das ein oder andere Gold geht da tatsächlich auch für drauf. Gut, ich würde sagen, wir fangen mal von oben an. Ich habe 22k, also die Zahlen sind hier immer in Tausenderstellen, heißt die 22 sind ja 22.000 und unterm Strich kann ich jetzt schon mal spoilern. Ich habe 1.837.000 ausgegeben. Die Sachen sind alle ein bisschen gerundet, ein paar Tausend mehr oder ein paar Tausend weniger, ne? Bleibt sich quasi hier für mich relativ gleich, aber so in etwa müsste es passen. Gut, also als allererstes habe ich noch 22k für Eiche ausgegeben. In der letzten Folge habe ich ja euch schon gezeigt, dass ich einen Haufen mehr für Eiche ausgegeben habe. Da habe ich nämlich unter anderem noch diese ganzen Rang 3 Sachen versucht, hier in verheerten Insel, also in Legion, und habe dann halt einfach Kräuter aus dem Haar gekauft, teilweise für horrende Summen, weil ich hier auf dem Lowpop-Server bin. Und da habe ich, glaube ich, mehrere hunderttausend rausgehauen. Die hatte ich aber zu dem Zeitpunkt schon alle fertig. Und das Letzte, was mir gefehlt hat, waren tatsächlich hier in Burning Crusade auch Procs, ne? Und da gibt es halt verschiedene Tränke und Fläschchen und andere Sachen, die man halt nur kriegt über einen Geistesblitz. Und der wird dadurch ausgelöst, dass man halt irgendeinen Trank aus Burning Crusade herstellen. Das Problem ist, man stellt da nicht ein, zwei oder drei her, sondern teilweise hunderte oder tausende Tränke. Und ich habe halt jetzt über einen Monat hinweg, oder eigentlich schon über zwei, drei Monate tatsächlich, alle Kräuter ständig aus Burning Crusade aus dem Haar rausgekauft. Und mir wurde auch ein bisschen was gefarmt. Hier nochmal vielen Dank an den Justin, der hat mir einige Kräuter auch tatsächlich gefarmt und auch Erze, aber da kommen wir nachher noch zu. Und ich habe wirklich tausende Tränke hergestellt. Also mein ganzes Inventar war mehrmals komplett voll mit Tränken. Diese Sachen brocken halt so dreckig, dass man da richtig viel rauswasten kann an Gold. Das Gute ist, ich habe dann den letzten Brock bekommen, habe da noch 22k reingehauen, das war jetzt nicht mehr so viel. Und ja, damit sind wir mit Eiche tatsächlich fertig. Das war das letzte soweit, was mir hier gefehlt hatte. Und ihr seht hier im All the Things ist auch Eichi tatsächlich nicht mehr als Beruf drin. Ein paar andere sind auch rausgeflogen, aber das gucken wir uns dann gleich noch an. So, lala, ich bin weiter auf meinen Worry, den Inji-Char, gelockt. Bevor wir aber da jetzt Inji gucken, mir wurde gerade noch was gesagt, und zwar habe ich noch zwei weitere Chars mit Eichi ausgestattet. Und zwar einmal einen Plattenchar und einmal einen Kettenchar mit Eichi. Was das auf sich hat, will ich euch mal zeigen. Es gibt hier noch einen Tab, der heißt hergestellte Items. Da habe ich nämlich auch sehr, sehr viel rausbekommen an Sachen. Das sind quasi T-Mog-Items unter anderem, die man über Berufe herstellen kann, ne? Da fehlt mir nicht mehr sonderlich viel. Es gibt zum Beispiel ein Item, da gibt es eine Transmutation, die heißt wirklich Fleisch zu Hose. Und die kann man einmal herstellen. Und dann kriegt man ein T-Mog-Item oder hat eine kleine Chance auf ein T-Mog-Item. Das ist relativ selten, da hat mich jetzt gerade der allerlei Gamer im Stream noch drauf hingewiesen. Und zwar mache ich das auch einmal täglich. Dafür musste ich aber erstmal mit einem einem Plattenchar Alchi nochmal lernen, weil es halt seelengebunden ist. Dasselbe mit einem Kettenchar. Das Kettenteil habe ich mittlerweile schon bekommen. Und Leder und Stoff habe ich schon gemacht. Stoff konnte ja mein Magier holen. Und Leder habe ich damals schon gemacht, als ich mal das ganze T-Mog für meinen Druid gefarmt habe. Das sind halt so Sachen, da muss ich halt dann extra nochmal skillen. Beziehungsweise, ich glaube, das war in Legion sogar das Ding. Und da musste ich dann dementsprechend diese blöde Questreihe machen. Weil in Legion kriegt man ja die verschiedenen Rezepte nur, wenn man diese Questreihe machen muss. Und da musste ich mit einem Kettenschar die Questreihe
es war nicht komplett, aber ich glaube zwei Drittel die Questreihe durchspielen und mit den Platten schauen nochmal. Und selbiges ist dann hier in BFA noch der Fall. Da gibt es dann eine Tasche mit Ankerkraut. Also da wandelst du einfach Mats in Ankerkraut um und da kann ganz selten auch nochmal ein Gürtel drin sein. Der ist natürlich auch wieder beim Aufheben gebunden und da musste ich dann auch wieder einen Kettenschar nehmen, den Alchi lernen, um dementsprechend da die Sachen kriegen zu können. Die habe ich noch nicht, aber dafür habe ich halt Gold ausgegeben, weil ich halt die Mats dann immer kaufen muss, um das umzutransportieren. Sind jetzt kleine Beträge hier, 15k oder 12k, das summiert sich aber tatsächlich auch. Ich markiere das jetzt schon mal gelb, dass wir wissen, über was wir gesprochen haben, weil das sind doch ein bisschen mehr Positionen. Ich komme dann leicht durcheinander. Gut, achso, genau, dann können wir gleich mal gucken, was das nächste ist. Das nächste ist jetzt hier Inji. Und zwar habe ich Inji einige Male dabei. Ihr seht hier, 215k Inji Priester, 198k Inji Paladin, dann haben wir hier nochmal ein Horden Inji, das ist Kette, da sind ein paar zu viele E's dabei, da habe ich auch nochmal 233k ausgegeben, dann habe ich noch einen Hordenschar Inji mit Leder tatsächlich und ich weiß gar nicht, ob noch ein Inji-Char dabei war, ich glaube, das waren sie dann im Großen und Ganzen, so. Ah ne, hier habe ich, stimmt, da habe ich nochmal Inji Dudu und Inji Worry. Was habe ich da jetzt alles gemacht mit? Und das, hauptsächlich waren das jetzt Geschichten aus Burning Crusade. Ich hatte ja einmal mit meinem Inji schon mal davor hier diese ganzen Brillen mir geholt, was ich glaube ich im letzten Video schon gezeigt habe. Und da ist es ja so, dass die hier seelengebunden sind, die Brillen. Und man quasi mit jedem, mit jeder Rüstungsklasse einmal dementsprechend Inji komplett skillen muss und dann die, auch diese ganzen Mats holen. Ne? Das war relativ teuer, das habe ich aber im letzten Video schon gezeigt. Jetzt ist es so, dass das blöderweise bei den anderen Expansions ähnlich ist. Das Gute ist, zum Beispiel hier in Leech ist es so, dass du Level 1 Inji brauchst, um diese Brillen einmal anlegen zu können, dann kriegst du das T-Mog. Heißt, ich muss einfach nur mit dem einen Char, jetzt mit dem Krieger-Plattenschar, einmal Inji hochskillen, kann die Brillen herstellen, muss mir die Rezepte halt holen, kann die auf die anderen Char schicken, die lernen Stufe 1 Inji, lernen das. Easy, dann gibst du da nicht viel Gold aus, außer für das halt Craften der Brillen, ne? Das ist nicht großartig. Aber in verschiedenen anderen Expansions gibt es halt Brillen, wo du einen bestimmten, wo du bestimmten Skill brauchst. Und bei den meisten anderen Expansions, wie ihr seht, braucht ihr 75, ist der höchste Skill. Du brauchst aber, um diese Brille quasi anlegen zu können, einen Skill von 75. Die ist zwar nicht seelengebunden, also du kannst die Brille im AH kaufen oder mit einer anderen Char herstellen. Es bringt dir aber nichts, weil du trotzdem Max Skill sein musst, um sie anlegen zu können. Heißt, ich musste verschiedene Expansions mit allen Rüstungsklassen nochmal diesen Beruf hochleveln. Heißt, einmal mit einem Kettenchar noch, mit einem Lederchar und einem Stoffchar, um dementsprechend diese ganzen Brillen anlegen zu können. Und das Beschissenste an der Geschichte war, dass wir mit 4 Chars nicht mal fertig waren, sondern ich brauchte sogar noch mehr, hat einfach den Hintergrund, dass es in der Scherbenwelt tatsächlich so ist, dass es Pläne gibt, die unter anderem aus Sunwell droppen, wo man die nur lernen kann, wenn man eine bestimmte Klasse ist. Da gibt es nämlich dann Inji-Brillen, die können nur von dem Paladin gelernt werden. Oder es gibt Inji-Brillen, die können nur von dem Schamanen gelernt werden. Jetzt habe ich aber einen Krieger, der kann das, hat zwar Platte, könnte theoretisch dann das T-Mog da rauskriegen, geht aber nicht, weil er halt kein Paladin ist und kein Int hat und damals war das halt noch stärker getrennt quasi und dann konnten das halt nur Paladin tragen. Heißt, jetzt brauchte ich zu meinem Worry und den 4 Rüstungsklassen noch einen Paladin und auch noch einen Schamanen und dann wird das halt relativ viel. Und das ganz Blöde ist, das Beschissenste zu skillen von allen Berufen, würde ich behaupten, ist Inji auf Burning Crusade. Weil die letzten 5 Skillpunkte sind gegamble. Da kann es sein, dass du 10 Dinger herstellst und keinen Skillpunkt kriegst. Ist bei manchen anderen Berufen jetzt vielleicht auch der Fall, aber bei Inji ist das Problem, die letzten Skillpunkte kannst du nur mit Sachen skillen, wo du Corium brauchst. Und Corium ist auf den normalen WoW-Servern eher eine Mangelware und wenn es drin ist, dann ist es sauteuer. Kostet ein Corium 2.000-3.000 Gold und das ist halt nur eine Komponente, die du brauchst. Ne? Also deswegen sind da teilweise diese Preise zusammengekommen. Das Gute ist, ich habe sowohl den Worry auf Max geskillt in Burning Crusade, als auch einen Druid auf Max geskillt, als auch einen Schaman, als auch nochmal einen Paler, als auch noch den Priester. Ne? Und da muss ich auch wieder Danke an Justin sagen, der hat mir einiges an Mats gefarmt. Das Problem, was ich hier halt auf Lothar habe, dass einfach kaum Mats im Auktionshaus sind. Erstmal, die drin sind, die sind teuer. Gut, da habe ich dann in den sauren Apfel gebissen, die trotzdem gekauft, weil ich habe ja Gold. Aber
dann ist halt schlichtweg einfach nichts mehr drin. Ich habe dann auch teilweise viel Zeug selber gefarmt. Ich habe mal 40 oder 50 Uhr Feuer gefarmt, dann ewig viel Uhr Wasser und so, aber irgendwann, ne, das ist so zeitintensiv. Und dann hat er ein bisschen mitgeholfen, hat auch viele Erze gefarmt und das hat natürlich einiges beschleunigt. Trotzdem hat es halt noch mehrere hunderttausend gekostet, diese ganzen Sachen hochzuscalen. Genau. Und das sind halt dann die Beträge, ne? Also mit dem Priester habe ich das Stoffzeug quasi weggekriegt, das war ganz nice. Dann mit dem Pala, das waren wirklich nur mit dem Pala, das ist nur das Burning Crusade-Zeug zum Skillen, weil alle anderen Brillen, alle anderen Plattenbrillen konnte ich ja mit dem Worry schon lernen. Und nur dieses Burning Crusade wegen der einen Brille musste ich ja halt die 200k ausgeben. Dann Kette, den Charmy habe ich auf der Hordenseite gemacht. Da hatte ich tatsächlich den Vorteil, ich hatte diesen, auf dem Hordenschar, hatte ich damals schon mal Inji komplett hochgeskillt. Es gab zu Warlords of Draenor mal so eine Geschichte, dass du alle alten Expansions, da waren die noch nicht aufgeteilt, ne? Da waren das nicht extra Skills, sondern du musstest von 1 auf 7 oder 800 hochskillen. Und dann gab es dann, glaube ich, irgendeine Skill-Geschichte, die konntest du in Warlords of Draenor mit aktuellen Mats skillen und konntest von Skill 1 auf kurz vor Warlords of Draenor quasi mit irgendwelchen ganz billigen Matskillen. Hast dann zwar keine Rezepte gehabt, aber das war ja egal. Und dann hattest du zumindest den Skill und dann hat Blizzard das ja irgendwann geändert, dass alle aufgesplittet worden sind. Und wenn du das damals noch gelevelt hattest, konntest du diese ganzen schwierigen Skill-Sachen quasi damit überspringen und das war ganz nice. Und deswegen hatte der dann auch den Skill, dann konnte ich einfach die Sachen so herstellen, dann war das easy. Das Blöde war halt, ich musste einiges anderes Zeug holen. Unter anderem ist es bei Inji ja noch so, dass es Goblin und Gnomen-Inji gibt und ich habe mir die ganzen Goblin-Inji-Sachen dann auf dem Hordenschar geholt bei den verschiedenen Expansions und das hat mich dann halt auch nochmal ein bisschen über 200k gekostet, genau. Dann das Leder-Inji, was ich jetzt hier noch habe, das ist mein alter Horden-Main auf Blackmoor und zwar habe ich mit dem, um mal das ganze Leder-Temok zu holen, schon mal Inji geskillt gehabt auf den höheren Expansions und dann habe ich einfach mit dem noch ein paar Sachen hergestellt. Burning Crusade habe ich dann mit meinem Ali Dudu quasi geskillt auf Lothar und da ging es halt auch um ein Rezept quasi. Also der Hordenschar ist halt auf einem anderen Server beziehungsweise auf einem anderen Server und auf einem anderen Account und deswegen zählt das für die Add-ons nicht rein. Deswegen habe ich das nicht auf einem Dudu gemacht, sondern quasi da, wo das Rezept für Burning Crusade auf dem Main-Account zählt, habe ich dementsprechend auf meinem Ali-Dudu gemacht und auf dem Horden Druid auf dem zweiten Account, da ging es dann nur um das T-Mog und da habe ich einfach das geholt, weil ich da schon ein bisschen was geskillt hatte. Damals in BFA war das noch, genau. Und dann habe ich noch ein bisschen was auf dem Worry geholt, die letzten Rezepte Platte, ne, den Worry, der hat ja auch Maximum in allen Expansions, wie ihr seht, da habe ich die letzten T-Mog Sachen quasi mir so noch geholt gehabt. Und beim Worry waren es auch noch einige Sachen, die hier beim hergestellten Sachen reinfallen. Ne? Es ist tatsächlich nicht nur T-Mog, sondern es sind irgendwelche Basteleien, die man sich da craften kann. Unter anderem fehlt mir da auch noch was. Da kann man nämlich irgendwie für dieses Modul irgendwas da noch bestimmte Aufbauten sich holen. Die könnte man sich theoretisch, glaube ich, auch mal Haar kaufen. Aber ihr seht, die kosten teilweise richtig Asche. Oder man farmt sich die Mats selber zusammen. Da muss ich dann mal noch gucken, wo man das Zeug herkriegt. Das wird wahrscheinlich jetzt die nächsten Wochen noch so ein kleineres Projekt werden. Genau, und das ist es eigentlich im Großen und Ganzen mit Inji. Inji ist tatsächlich der größte Punkt gewesen, ne, wo ich am meisten Gold rausgehaut habe. Gut, dann schauen wir uns den nächsten Char an. Dann schauen wir uns den nächsten Char an. Und zwar haben wir jetzt Juve. Das habe ich mit dem Shami gemacht. Da musste ich zum Glück nicht auf 20 Chars splitten. Und da habe ich einiges ausgegeben. Ne? Wie viel sind es? 314.000. Und da habe ich... Ich glaube, das ist das, die Geschichte, wo ich für ein... oder ein, zwei Items quasi am allermeisten ausgegeben habe. Ne? Bei Inji waren es ja echt über verschiedene Expansions einige Brillen und einige Stuff. Ne? Aber bei dem im Juve waren es sehr, sehr wenige Sachen. Und zwar war das hier in Kultiras. Wo haben wir es denn? Diese Ringe, genau. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Es gibt in den verschiedenen Expansions, ne, gibt es hier so Ringe, die man craften kann. Das ist auch kein Thema oder irgendwas, aber du kriegst quasi die höheren Ränge von den Ringen, immer nur, wenn du die niedrigeren herstellst. Erstmal musst du da in den Instanzen diese Mats holen. In den niedrigeren Instanzen war es halt hier Breath von Bunsandi und diese Blutzellen, ne? Und in den höheren Instanzen musstest du immer so einen Fokus aufbauen. Hier dieser absysische Fokus und dann den leeren Fokus, ne? Also leeren Fokus ist aus Nialota und der absysische ist hier aus Eternal Palace. Ne? Die Instanz bin ich hoch und runter gelaufen mit den verschiedenen Chars, habe ich glaube ich auch schon alles in den letzten Videos erzählt. So, jetzt ist die Kacke.
dass du, um diese Dinger herstellen zu können, brauchst du erstmal ein bisschen Expulsum. Gut, Expulsum habe ich geschaffelt. Das ist nicht teuer, das sind ein paar K, ne? Das ist nicht der Rede wert. Das ist halt nur eine Zeitfrage, ehrlich gesagt. Aber du brauchst halt diese Steine. Und diese Steine hier, dieser rote, der war halt immer relativ günstig. Und der andere, die waren halt immer für, keine Ahnung, 6.000, 7.000, 3, 4 drin. Ich brauche aber hier 40 Stück. Dann für den nächsten nochmal 45 und so weiter, ne? Und dann habe ich immer Osmoniterz oder wie die heißt, oder das Zeug heißt, aus dem Haar gekauft. Das hat teilweise immer mehrere hunderte Gold gekostet und da ist richtig was zusammengekommen. Und ich habe am Schluss, ne, also ich habe das glaube ich für 100 Gold pro Stück gekauft und ich habe mir, also paar tausend reichen gar nicht, also einige tausend habe ich mir kaufen müssen, weil das diese Steine droppen halt ziemlich beschissen raus, diese epischen. Und ich habe mir auch am Schluss dann einen Char genommen, der Bergbau noch hatte und das selber gefarmt. Ich wollte eigentlich nichts farmen, weil das halt immer einen Haufen Zeit kostet und ich so viel anderes Zeug machen will. Aber ich habe dann teilweise auch ewig viel selber gefarmt und mir alles immer aus dem Haar rausgekauft. Wirklich jeden Tag eingeloggt, alles was drin war rausgekauft, wieder ein bisschen selber gefarmt. Und da, also ne, das sind 1, 2, 3, 4 Ringe waren das, die ich halt herstellen wollte und da sind halt 300 Kaffee rausgegangen. Einfach nur traurig, sage ich euch. Aber ich würde das Ding fertig kriegen, ne? Wäre wahrscheinlich cleverer gewesen, wenn ich das über ein halbes Jahr gewartet hätte und immer die günstigen nur rausgekauft habe. Ich wollte es einfach fertig bekommen. Und ja, damit ist das schon mal weg. Dann war da, glaube ich, noch ein anderer Juve-Punkt. Da können wir auch noch gleich drauf eingehen. Ich habe hier für eine Juve-Brille habe ich 22 Chaos gegeben. Das ist, glaube ich, eine von diesen Brillen aus Cutter gewesen, wo ich selber das Rezept noch nicht habe. Das ist so ein ewig seltenes Ding. Und für 22k war es echt günstig. Das habe ich auf irgendeinem Server gesehen, sonst kostet die immer irgendwas 100k aufwärts. Und ich dachte mir einfach, komm, scheiß drauf. Ich kaufe mir die einfach. Ne? Das habe ich jetzt aber hier mit zu den Berufen genommen. Genau, also die Juve-Brille noch. Und dann hatte ich auf einem Hordenchar hier gerade angegriffen. Ich stehe hier gerade mit dem Juve-Char noch vor Arcus, weil ich da ein Rezept am Farmen bin. Aber das vielleicht beim Collection-Update dann. Genau, ich habe mit dem Horden-Char noch ein bisschen Gold ausgegeben. Hat den Hintergrund, es gibt, vielleicht kann ich es jetzt auch einmal kurz zeigen. Es gibt einmal in Volods of Draenor ist das, verschiedene Juve-Rezepte. Und diese Juve-Rezepte, die kriegst du, wenn du... Achso, das ist jetzt nicht mehr drin, klar, ich hab's mir geholt. Wenn du im Tannan-Dschungel so eine Quest machst, ne? Ich kann es euch mal zeigen, warte, Tannan-Dschungel, wir müssen nach Warlords of Draenor. Genau, da gibt's hier oben so ein Konstrukt, das musst du dann halt wiederbeleben und dann läuft das hier runter und dann kannst du da so Steine abgeben und an diesem Konstrukt quasi Steine craften. Und wenn du die einmal gecraftet hast, dann kriegst du quasi jeweils das Rezept, was du halt haben willst. Ne? Das ist so ein episches, das sind glaube ich 5 oder 6 Rezepte. So. Um aber diese erstmal craften zu können, musst du verschiedene Module zu diesem Roboter hinbringen. Und die droppen in verschiedenen Instanzen. Einmal droppt zum Beispiel hier im Raid, ich glaube hier drüben im Spitzen von Arak in der Inni, wie heißt die nochmal, Himmelsnadel, da gibt es auch eins, also aus verschiedenen Quellen. Und blöderweise, eins von diesen Rezepten droppt halt, oder kriegst du halt von dem Händler in der Kampfgilde. So, jetzt musst du aber in der Kampfgilde Rang 6 sein, um dieses Rezept kriegen zu können. So gut, so weit, so gut. Die Problematik ist jetzt aber, dass die Kampfgilde aktuell nicht aufhat. Heißt, das Rezept kannst du von dem Händler, oder das Modul, um das Rezept zu kriegen, kannst du von dem Händler theoretisch kaufen, aber du musst halt Rang 6 in der Kampfgilde sein. Und mit meinem Juve-Char habe ich halt diese Kampfgilde gemacht, weil das halt irgendein Gammeltwink ist. Jetzt habe ich die Problematik, dass ich das nicht holen konnte. War schon mal ätzend. Dann wurde mir zugetragen, dass man das noch machen kann, weil auf der Hordenseite buggt irgendwie die Kampfgilde und man kann die trotzdem spielen. Jetzt habe ich mir extra einen Horden-Char geschnappt, habe diese Kampfgilde quasi mit dem Horden-Char gemacht, um dementsprechend einmal das auf 6 zu spielen. Das hat schon ein bisschen gedauert, ehrlich gesagt. Das Scaling ist so ein bisschen komisch, die Mobs sind zwar trotzdem Max-Level, also Stufe 60, aber die haben jetzt nicht extrem viel Leben, also die Fights sind jetzt, die sind nicht free, aber sie sind jetzt nicht krass schwer, ehrlich gesagt. Aber mit meinem Gammel-Char war es dann schon ein bisschen herausfordernd. Heißt, ich musste ein bisschen schauen, dass ich meinen Juve soweit auf den Stand bringe, den Char halbwegs equippen, das hat mich 11k gekostet, das war jetzt keine großen Kosten, aber der Zeitaufwand war der höhere, dass ich wegen einem Rezept dann nochmal einen Horde-Juve quasi angehen musste. Dann habe ich hier noch Schneider drin. Ich würde sagen, da locken wir jetzt aber nicht um extra. Es war noch ein
es war quasi noch ein Schneider-Temok offen, was mir gefehlt hatte. Das war irgendein Rezept, das ich ganz am Schluss gekriegt habe. Und das habe ich dann irgendwie nicht mehr hergestellt. Und da musste ich dann halt auch nochmal ein paar Mats kaufen. Das, ich glaube, das Schneider-Teil war immer auf den verschiedenen Servern, wo ich geguckt habe, für 100, 150k drin. Und ja, wenn das selber craft, 20k hat mich das gekostet. Ne? Teuer war es halt hauptsächlich wegen, ich glaube, oh Feuer und oh Schatten hat das gekostet. Ne? Das ging dann relativ easy. Dann habe ich noch ein bisschen mit meinen Horden-Chars was gemacht. Und zwar, mir hatten noch ein paar Rezepte bei Schmiedekunst und Lederer zum Beispiel gefehlt. Und Schneider, glaube ich, auch. Und das waren alles Rezepte, die nur Hordenspieler kriegen können. Diese Rezepte sind eigentlich alle aus PDOK, also das ist hier eine Instanz, aus, wo haben wir es, Nordend, hier oben. Und dort ist so ein bisschen die Eigenheit, dass die Horde und die Allianz zwei verschiedene Sets haben. Ich glaube, die sehen auch genauso aus wie die PvP-Sets, oder so ähnlich zumindest. Und wenn du in die Instanz reingehst, hat die Allianz und die Horde quasi unterschiedliche Sets, oder ja, die sehen halt anders aus. Jetzt ist die Problematik, dass das nicht nur bei den Sets anfängt, sondern auch bei den Craft-Items. Ja? Heißt, es gibt extra Craft-Items für die Allianz und extra Craft-Items für die Horde. Wenn du Allianz bist, kannst du nur die Allianz lernen, wenn du Horde bist, kannst du nur die Horde lernen. Heißt, ich musste halt schauen, dass ich jetzt die Horden-Varianten auch nochmal kriege. Das waren, glaube ich, pro Beruf 4, 5 Rezepte oder so. Und die kannst du tatsächlich, wenn dann, selber farmen oder im Auktionshaus kaufen. Dann habe ich halt geschaut, dass ich sowohl einen Lederer, Schmied als auch ja, Schneider soweit hinbekomme. Hab einige Rezepte selber gefarmt, manche im AH gekauft. Und auf, ja, Schmied hat mich jetzt die Rezepte 30k gekostet, das war jetzt nicht sonderlich teuer. Eigentlich habe ich, glaube ich, auch Leder- und Stoffsachen gekauft. Irgendwie sind die jetzt hier nicht drin. Wenn, dann war das so gering, dass sich das nicht gelohnt hat, oder ich habe es einfach nicht aufgeschrieben. Ich dachte eigentlich, das war mit drin, aber die sind jetzt hier nicht aufgeführt. Ja, ehrlich gesagt, es waren jetzt nicht die Riesenbeträge tatsächlich. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal weiter zum nächsten. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar habe ich jetzt hier noch ein paar Sachen drin. Unter anderem habe ich nur 144k ausgegeben bei meinem Level 45er Priester, sowohl für Inji als auch für VZ. Das werde ich jetzt gleich erklären, warum ich jetzt hier nochmal einen Char quasi aufgemacht habe. Hat den Hintergrund, ich habe den erstmal für Inji gebastelt, und dass der Level 45 ist, hat tatsächlich einen Grund. Es ist nämlich so, dass mir auf dem Worry, ich glaube drei Brillen waren es, glaube ich, gefehlt haben in Legion, ne? Und die Geschichte ist, dass man diese Brillen nur bekommt, wenn man diese komplette Questreihe gemacht hat, in Legion für Inji, ne? Die ist relativ lang, also ich glaube, ich habe mit dem Priester, habe ich den nämlich nochmal gemacht, hat die 2 Stunden gedauert oder 2,5 oder sowas. Und ganz am Ende kann man sich nämlich in dem Laden eine Verzauberung kaufen, und die nennt sich Segen des Konstrukteurs. Und wenn man diese Verzauberung drauf hat, kann man von allen Mobs in Legion zu einer ziemlich kleinen Chance eine Kiste kriegen. Und in dieser Kiste wiederum kann dann tatsächlich ein Rezept drin sein, beziehungsweise da können 2 Rezepte drin sein. Ne, es sind sogar 4 Rezepte, so rum. Und ja, jetzt wollte ich das zwar eigentlich mit meinem Main-Inji machen, also mit dem Worry. Das Problem ist, das Zeug buggt seit dem Level-Squish, und du kannst das halt nur noch mit einem Loadshar holen. Also du kannst die Schulterverzauberung nur auf Items drauf machen, die 60 oder niedriger sind vom Item-Level, was hier prinzipiell kein Problem ist. Ich habe mir mit dem Worry auch einen Low-Schulter geholt, das drauf verzaubert, aber mit einem hochleveligen Char kriegst du es einfach nicht geprockt. Und du kriegst es halt nur mit Chars geprockt, die Level 45 sind und niedriger. Jetzt musste ich mir den Char extra auf 45 leveln, Inji skillen, dann die komplette 2,5 Stunden lange Quest mit dem Low-Char machen und dann das Zeug farmen. Das Problem ist, Mobs farmen mit Loadshar ist dann halt auch wieder blöd, weil du die einzeln machen kannst und nicht weghauen. Das Gute ist, ich habe einen 2. Account, und habe ich das immer so gemacht, dass ich an einer bestimmten Stelle extrem viele Mobs mit dem 2. Account umgehauen habe und dann diese Kisten gelootet habe. Aus den Kisten wiederum gibt es dann halt eine Low-Chance, dass die Rezepte drin sind. Mittlerweile habe ich alle, aber das, also ihr seht mal, das ist einfach ein Riesenaufwand für so einen Kack, ne? Goldtechnisch hat mich das nicht viel gekostet, zeittechnisch war das eher ein Faktor. Was mich dann ein bisschen was gekostet hat, war VZ, und zwar habe ich auf dem hier ein bestimmtes VZ-Rezept geholt, und das ist einmal geringes Parieren müsste das sein. Das hat mich hier, glaube ich, 125.000 Gold gekostet auf dem Server. Auf den anderen Servern, wo ich unterwegs bin, auf Lothar, ne, so bin ich seit einem Dreivierteljahr jeden Tag
am AHA gucken, ob das Rezept drin ist. Es war nie drin. Es ist halt ein Classic World Drop, das kannst du halt schlecht farmen. Und auf Erida bin ich auch seit ein paar Monaten am gucken, war nie drin. Und ich habe gesehen, auf Blackmoor ist halt dieses Rezept 2-3 Mal drin gewesen. Und dann dachte ich mir einfach, komm, scheiß drauf. Ich will VZ fertig haben. Das war halt auch das letzte VZ-Rezept, was mir gefehlt hat. Und dementsprechend habe ich halt dann mit dem hier VZ hochgeskillt. Das hat mich nicht viel gekostet. Und das Rezept hat mich dann halt 100, wie gesagt, 125k gekostet. Und damit ist halt VZ hier auch raus. Ne? Habe ich das einmal komplett fertig. Und ja, das war es auf jeden Fall wert. Das können wir dann auch einmal hier rausbasteln. Gut, dann haben wir jetzt noch ein paar Punkte. Shami Mage Tower habe ich bis jetzt oder insgesamt 221k rausgehauen. Heißt sowohl für das Gear, Food, Flask und das ganze Zeug. Ich habe auch schon alle drei Challenges gemacht. Also sowohl Enhancer, Ele als auch Heal Challenge. Heißt, ich musste zwischen Enhancer und Heal Ele musste ich wieder umbasteln, weil die brauchen halt, die eine braucht Agi, das andere Int, ne? Da muss man ein bisschen gucken. Für einen Rogue Mage Tower habe ich nochmal 9k ausgegeben. Das waren, glaube ich, nur Consumables. Ich glaube, im letzten Video waren schon die ganzen Ausgaben drin für die fürs Gear, ne? Deswegen war das jetzt nur nochmal ein paar Consumables für den letzten Spec. Und dann habe ich für einen Pala nochmal 35k ausgegeben. Das Gear hatte der schon, weil Vergelter und Tank hatte ich früher schon mal gemacht. Ich habe den aber umgesockelt und noch ein paar Consumables, wie gesagt, geholt. Für Heal, da habe ich jetzt letztens ein paar Tries schon drauf gemacht, aber da muss ich noch ein bisschen progressen tatsächlich. Genau, und das letzte, den letzten Punkt, was wir da noch haben, ist quasi Worry Gear. Ich habe mit meinem Worry das eines der letzten Inji-Rezepte in Mechagon gefarmt. Und das ist ja eine BFA-Dungeon. Sprich, da musste ich halt im HC durchlaufen, das ist nicht gescaled, heißt, du machst nicht mehr Schaden gegen die Mobs, sondern es ist halt ein bisschen zäh. Man schafft es auch mit Glump-Gear da durchzukommen, aber es dauert halt einfach. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe diesen Char, die Drop-Chance ist bei 0,8%, ich muss da wahrscheinlich mehr als 1-2 Runs durchlaufen und ja, so war es dann auch. Ich bin, glaube ich, an einem Abend bin ich 8 Stunden am Stück diese Kack-Inni gelaufen, bis das Ding gedroppt ist. Und das war nicht nur, ich habe das nicht nur in dem einen Abend gefahren, sondern ich habe das davor schon x-mal gefahren. Also, um die Relation zu geben. Und ich habe mir das halt ausgerechnet. Ich habe davor, glaube ich, alleine 17 Minuten für den Run gebraucht. Und dann habe ich mir Legendaries geholt. Habe mir auch dann den 4er-Set-Bonus besorgt. Ich konnte einfach über diese Relikte, ne, die man sich holen kann. Also, da gibt es ja diese sandgeschliffenen Relikte. Habe ich mir diese, ja, LFR-Item-Level-Teile quasi geholt und dann konnte ich die in einem Katalysator umwandeln zu Set-Teilen. Das hat ein bisschen was gebracht, dann bin ich dann so um 12 Minuten durchgekommen. Ist jetzt nicht ein Riesenunterschied, aber ne, 12, 17 Minuten sind schon, ist schon ein bisschen zumindest, ne, 5 Minuten schneller. Und wenn ihr dann halt x Runs habt, dann ist das schon ein bisschen ne, quasi eine Beschleunigung und ein Zeitersparnis. Ich hatte dann auch, aber auch Glück, ne? Einige aus dem Stream sind noch mitgekommen, vielen Dank dafür nochmal. Und ja, ich weiß nicht, wie viele Runs, aber ich glaube, es waren nicht ganz 100, aber ich habe schon viele Runs bin ich gelaufen. Rezept ist zum Glück mittlerweile gedroppt und ja, da habe ich halt einfach den Char ein bisschen gegiert, dafür ein bisschen Gold ausgegeben, dass ich mir, dass es ein bisschen angenehmer ist tatsächlich. Ja, das sind alle Ausgaben, die ich soweit rausgehauen habe. Mittlerweile sieht es tatsächlich gut aus. Wir sind jetzt zwar nicht bei einem Collection-Update, aber ich kann euch zeigen, für was ich jetzt noch Gold quasi ausgeben muss. Das wären einmal quasi hergestellte Items, ne? Das sind die Hosen, die ich da noch ein bisschen craft. Aber da habe ich eigentlich die Mats schon vorgekauft, wenn ich ehrlich bin. Und Schneider habe ich jetzt hier noch dieses Legendary, das kann ich mir auch immer kaufen. Das werde ich, glaube ich, auch nicht selber bauen. Da muss ich mal schauen, ob ich das irgendwo günstig schieße. Hier sind noch so Angelsachen drin, die werde ich ganz sicher auch nicht selber angeln. Da versuche ich die auch mal im AH zu kriegen. Und Inji, das sind so komische Geräte. Ich meine, die werde ich mal gucken, ob ich die easy selber farmen kann. Vielleicht kaufe ich mir die sonst auch raus. Und dann für Rezepte, ne, ist es ja nicht mehr sonderlich viel. Archäologie kannst du nicht kaufen, das musst du halt einfach farmen. Angeln, das sind halt aus diesem komprimierten Ozean. Ne, das werde ich wahrscheinlich auch nicht selber angeln, sondern mal auf verschiedenen Servern gucken, ob ich mir das kaufen kann. Kräuterkunde, das sind einfach nur Ränge hochbasteln, da kannst du nichts kaufen. Inschriftenkunde, die sind auch alle seengebunden, die Rezepte. Ne? Da bin ich jetzt seit längeren am Paragon-Kisten bzw. Raids am Farm, um die zu kriegen. Das kann ich auch nicht kaufen. Juwe habe ich eigentlich so auch soweit alles gekauft. Hier bei Schlossknacken, komischerweise ist das hier auch drin, das sind lauter so World Drops, die auch in Kisten drin sein können. Also die werde ich mir wahrscheinlich irgendwann auch noch holen. Aber ihr seht, die sind halt teilweise hochpreisigere, die Sachen.
dann Kirschner, das ist halt einfach, ne, Sachen Kirschner, da kannst du nichts kaufen. Und Schneider, da ist es jetzt noch so ein, ja, so ein World Drop, den man sich aber leider auch nicht kaufen kann. Den kannst du dann von so Worldbossen holen. Was hier noch drin ist, sowohl bei Juve als auch bei Schneider, sind in Shadowlands die Ränge für die Legendaries. Die müsste ich mal auf dem Account hochskillen. Auf Data for Azeroth habe ich die gezählt, weil ich auf dem zweiten Account, warte mal, ich kann, zufällig bin ich auch gerade auf dem richtigen Char. Auf dem zweiten Account, super, das leckt jetzt ein bisschen, wenn ich das rüberziehe. Habe ich die ja schon einmal rübergezogen. Warte mal, ich kann euch das zeigen. Zum Beispiel habe ich hier schon einmal gelevelt. Und zwar, ne, halt hier unten zum Beispiel die ganzen Ränge. Das zählt aber dann halt nicht in dem Add-on mit, weil das halt auf dem zweiten Account ist. Die sind zwar connected, ne, was im selben, auf demselben Battle.net sind. Also das passt soweit. Okay, pack das jetzt komplett rum, keine Ahnung, lassen wir es einfach da. Also jetzt auf der Seite, Data for Azeroth zählt es, aber wenn ich es jetzt noch clear haben will hier im Add-on, also im All the Things, dann müsste ich es halt nochmal skillen. Mittlerweile ist es ja nicht mehr so teuer. Blizzard hat es ja mit Patch 9.2.5, glaube ich, ein bisschen herabgesetzt. Also du hast jetzt quasi fünfmal so schnell levelst du jetzt das Zeug hoch, also brauchst fünfmal weniger Mats. Ja, also ich werde ich demnächst mal wahrscheinlich machen, da hauen wir noch ein bisschen Gold für raus, aber im Großen und Ganzen das meiste, was teuer ist, habe ich tatsächlich jetzt fertig. Ja, damit sind wir eigentlich durch. Jetzt wisst ihr, wofür ich wieder ein bisschen Gold rausgewastet habe. 1.837.000 so rum, ist doch wieder einiges, aber zumindest die meisten Sachen, was jetzt Berufe angeht, haben wir. Und ja, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder demnächst eher mehr ein bisschen in Richtung T-Mog gehen. Gut, das war's so mit dem kleinen Video. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Teil wieder. Euer Tila, bis dann. Ciao.